In der zweiten Aufgabe war ein Körper gegeben, der bestand aus drei Teilen. Ich zeichne erstmal nur den einen Teil und der wurde in dieser Richtung von einem Strom durchflossen, der auf der einen Seite reinfließt und auf der anderen Seite wieder rausfließt. Und was hier gesucht war, war die Stromdichte, die nenne ich mal J3, natürlich auch in dieser Richtung. Und dieser Körper hatte eine Leitfähigkeit Kappa 3. Der hatte eine bestimmte Länge L3 und der hatte hier also die Fläche, die vom Strom durchflossen wird, auch eine Querschnittsfläche A3. Und ja, diese Fläche A3 war so ein bisschen verklausuliert gegeben. Die sollte sich zusammensetzen aus einer Fläche 1 und A2, die kommen später noch. Und dann war gegeben, dass die Fläche A1 genauso groß sein soll wie 1,5 oder 0,5 mal die Fläche A2 und das soll immer noch genauso groß sein wie 10 Quadratzentimeter und jetzt kann man das natürlich mal nach A2 umstellen, indem man es mit 2 multipliziert, dann kommt raus, dass die Fläche A2 dementsprechend 20 Quadratzentimeter groß ist und dass dementsprechend dann die Fläche A3, die sich aus beiden zusammensetzt, dann 10 und 20 sind zusammen 30 Quadratzentimeter groß ist. Und damit konnte man jetzt für diesen Körper J3 schon mal die Stromdichte ausrechnen. Und die Stromdichte ist der Strom, der da durchfließt. Das ist der Strom I durch die Fläche A3. Und dann kamen dort, ja, der Strom war gegeben, das waren 2 Ampere. Und die Fläche A3 haben wir gerade ausgerechnet, 30 Quadratzentimeter kann man noch einmal kürzen, dann sind das, wenn man das als Bruch aufschreiben will, ein 15. Ampere pro Quadratzentimeter und als normaler Dezimalbruch wären das 0,06 Periode Ampere pro Quadratzentimeter. So, und jetzt war erstmal klar, okay, das ist die Stromdichte dort in diesem Körper und jetzt war da halt noch ein bisschen was davor und dafür nehme ich jetzt mal eine andere Farbe, um das so ein bisschen abzugrenzen und zwar ein Körper J oder ein Körper 2, in dem es eine Stromdichte J2 gibt, auch in die Richtung und dieser Körper hatte eine Leitfähigkeit Kappa 2 und natürlich hier sozusagen an der Stelle auch ein Querschnitt A2 und auch eine gewisse Länge L2. Und es gab noch einen dritten Körper, der hier unten dran war. Und jetzt sieht man auch, warum eben die Fläche A1, die Querschnittsfläche vom Strom durchflossen und die Fläche A2, warum die zusammen A3 ergeben. Und auch hier gibt es eine Stromdichte, die mit J1 bezeichnet ist. Und dieser Körper hat eine Leitfähigkeit Kappa 1. Und hier vorne floss sozusagen insgesamt in beide Körper der gleiche Strom I rein. Und das zeichne ich jetzt mal so ein bisschen dick schwarz. Also das hier war so eine Elektrodenfläche, die war sozusagen perfekt leitfähig. Diese Fläche war perfekt leitfähig. Und diese Fläche war perfekt leitfähig. So dass der Strom, der hier reinfließt, sozusagen sich direkt sofort in dieser ganzen Fläche ausbreiten kann, hier auch sich in dieser Fläche sozusagen perfekt hin und her fließen kann. Und hier, so dass man davon ausgehen kann, dass in diesen Körpern der Strom immer schön in parallelen Stromfäden sozusagen durch diese Körper fließt und die Stromdichte irgendwie nicht von der Position und nicht von ja, X und Y der horizontalen, vertikalen Koordinate in diesem Körper da abhängt. Und auch nicht von der Tiefe. So, und ja, jetzt war dann noch natürlich gefragt, wie groß ist die Stromdichte J2? Und dafür bräuchten wir halt den Strom, der hier oben durch diesen Teil fließt, nämlich mal I2 geteilt durch die Fläche A2. Die Fläche A2 haben wir hier oben schon ausgerechnet. Und ja, genauso war gefragt, wie groß ist die Stromdichte J1, die sich natürlich aus dem Strom in diesem Teil 1 ergibt durch die Fläche A1. Die Fläche A1 haben wir glücklicherweise hier oben auch schon zu stehen. Jetzt müssen wir irgendwie auf diese Ströme kommen, die da jeweils durchfließen. Die beiden Ströme zusammen sollten natürlich diesen Strom hier wieder ergeben, diese 2 Ampere. Naja, gut, und jetzt kann man ja irgendwie so ein bisschen draufschauen. Was man natürlich noch braucht für die Überlegung, sind die Leitfähigkeiten. Und die Leitfähigkeit
Kappa 1, oder für die Leitfähigkeiten war gegeben, dass 4 mal Kappa 1 das gleiche sein sollte wie 2 mal Kappa 2, und das sollte auch das gleiche sein wie Kappa 3, und das sollte das gleiche sein wie 100 Siemens pro Meter. Und wenn man das jetzt mal jeweils nach Kappa 1 und Kappa 2 umstellt, dann kommt daraus, dass Kappa 1 100 durch 4 geteilt eben 25 Siemens pro Meter sind, und dass das Kappa 2 die 2 auf die andere Seite geholt, 100 durch 2 geteilt sind 50 Siemens pro Meter. So, jetzt kann man also sehen, dass, okay, dieser zweite Teil hier oben, der ist doppelt so leitfähig wie dieser Teil hier unten. Und der Teil da oben, sieht man hier an der Fläche, ist auch, hat doppelt so viel Fläche wie dieser Teil da unten. Also doppelt so viel Fläche und doppelt so leitfähig. Das heißt, da muss am Ende viermal mehr Strom durchfließen wie durch das hier unten. Also das Stromverhältnis, jetzt so ein bisschen über die Leitfähigkeiten, über die Flächen nachgedacht, muss 1 zu 4 betragen. Das heißt, wenn wir den Strom, der hier insgesamt fließt, ich schreibe das nochmal dran, diese 2 Ampere, wenn man die jetzt in 1 zu 4, also wir brauchen 5 Teile, wenn wir 5 Teile aufteilen, dann fließt ein Teil hier unten lang und 4 Teile fließen da oben lang. Das kann man jetzt so durch scharfes Draufschauen aus diesen Werten sich überlegen. Und damit folgt, wenn man das jetzt mal direkt so hinschreibt, und ich mache gleich noch eine andere Rechnung, sozusagen als Probe, die das noch ein bisschen zeigt, dass das genauso ist, dieses Verhältnis. Also das durch 5 wären 0,4 Ampere, und 4 Teile davon hier oben, dann wäre der Strom I2 wären 1,6 Ampere, und der Strom hier hinten, das wären dann eben die verbleibenden 0,4 Ampere, der eine Teil. 1,6 Ampere durch 20 Quadratzentimeter ergibt, wenn man das mit dem Taschenrechner ausrechnet, eine Stromdichte, oder wenn man das jetzt als Bruch hinschreibt, 2 25stel Ampere pro Quadratzentimeter, oder das sind 0,08 Ampere pro Quadratzentimeter. Hier wird der Platz etwas knapp, aber egal. Und hier hinten können wir das genauso machen, 0,4 Ampere durch die 10 Quadratzentimeter sind ja, 0,04 Ampere pro Quadratzentimeter als Dezimalbruch, und den normalen Bruch schreibe ich mal hier drüber, das wären eben ein 25stel Ampere pro Quadratzentimeter. So, damit sind die Stromdichten berechnet. Damit war der Aufgabenteil A abgehakt. Also das hier war Aufgabenteil A. Stromdichte in dem Körper 1, 2 und 3 berechnen, Stromdichte J1, 2 und 3. So, im Aufgabenteil B ging es um die Spannungen, die jeweils darüber abfallen. Weil wenn hier ein Strom durchfließt und durch dieses Strömungsfeld, und naja, also das wirkt natürlich wie ein Widerstand, dann kann man dementsprechend eine Spannung ausrechnen, die, das schreibe ich jetzt mal hier sozusagen hin, die über diesen Teil abfällt. Das war die Spannung U1, 2, weil die eben ja, über den Teil 1 und 2 abfällt. Und dann gab es noch eine Spannung U3, die über diesen Teil abfällt. Und woraus ergeben sich jetzt diese Spannungen? Die Spannungen ergeben sich, na, zum Beispiel aus dem Ohmschen Gesetz. Wir denken uns das als einen Widerstand, der vom Strom durchflossen ist. Wir denken uns das als einen Widerstand, der vom Strom durchflossen ist. Diese beiden Widerstände sind parallel, und dann gibt es da eine Spannung, die darüber abfällt. Und die Idee, die man jetzt eben machen kann, ist zu sagen, also wir bauen uns da ein äquivalentes Ersatzschaltbild raus, ein Netzwerk, ein Strom fließt da rein, teilt sich auf in zwei parallel geschaltete Widerstände. Also diesen Körper hier oben können wir uns denken als einen Widerstand R2. Den Körper da unten können wir uns denken als einen Widerstand R1. Die sind beide parallel geschaltet. Dann fließt der Strom wieder zusammen und fließt weiterhin durch einen Widerstand R3, der sozusagen diesen Körper da oben repräsentiert. Ja, und dann ist eigentlich die Frage, wie groß sind diese Widerstände?
Und wenn man jetzt mal über die Bestimmungsgleichung von einem Widerstand nachdenkt, also einem leitfähigen Material mit einem bestimmten Querschnitt und einer Länge, dann sieht man, wir haben eigentlich schon alles da, was man braucht, um den Widerstand zu bestimmen. Der Widerstand 1 ergibt sich entsprechend aus der Länge 1 durch der Leitfähigkeit Kappa 1 durch die Fläche A1 und die ganzen Werte stehen alle schon hier, bis auf die Längen. Also hier gab es nochmal eine Länge 1, die ist genau, natürlich genauso groß wie die Länge 2. Und die Längen standen auch so ein bisschen verklausuliert da. Und zwar sollte L1 genauso groß sein wie L2 und das sollten 150 mm sein und das sollte genauso groß sein wie 2 mal die Länge 3. Und damit kann man natürlich auch die Länge 3 bestimmen, indem man die 2 mal hier rüber dividiert und dann kommt raus, dass die Länge 3 eben genau die Hälfte davon ist und das sind 75 mm. So, und damit kann man das einsetzen. Also hier 150 mm geteilt durch Kappa 1, das waren 25 Siemens pro Meter. Das pro Meter schreibe ich mal gleich hier über den Bruchstrich. Und dann haben wir hier noch die Querschnittsfläche, die steht hier oben, das sind 10 Quadratzentimeter. So, jetzt muss man ein bisschen über die Einheiten nachdenken. Also ein Siemens unterm Bruchstrich können wir auch als ein Ohm überm Bruchstrich schreiben. Das ist schon mal gut. Wir wollen ja auch einen Widerstand rausbekommen. Ein Millimeter sind 10 hoch minus 3 Meter und ein Quadratzentimeter sind mal 10 hoch minus 4 Quadratmeter. Dann haben wir Meter und Meter, die sich gegen das Quadratmeter kürzen lassen. Und jetzt muss man nur noch ein bisschen über die Zehnerpotenzen hier nachdenken. Also 150 durch 25 sind 6 Ohm. Also die gegen das gekürzt kommt 6 raus. Und dann haben wir hier unten noch 10 mal 10 hoch minus 4, das sind 10 hoch minus 3, so dass sich die 10 hoch minus 3, die 10 und die 10 hoch minus 4 genau kürzen. Und da kommen da halt genau 6 Ohm raus. Ja, und das gleiche kann man eben auch jetzt für den Widerstand R2 machen. Dann steht da halt natürlich L2 durch Kappa 2 und die Fläche A2. Und die gleichen, also nicht die gleichen, sondern die entsprechenden Werte einsetzen, die gleichen Einheitenbetrachtungen machen und so weiter und so fort. Dann kommt man darauf, dass das 1,5 Ohm sind. Und wenn man jetzt mal ein bisschen weitermacht hier mit der Netzwerkberechnung, dann sollte das ja so sein, also dass hier oben ein Strom durchfließt, hier unten ein Strom durchfließt, die wir schon mit I2 und I1 berechnet haben und die schon so ein bisschen eben aus den Leitfähigkeiten und den Querschnitten da geschlussfolgert wurden. Und natürlich kann man die jetzt auch mal hier einfach mit der Stromteilerregel ausrechnen. Also wir nehmen mal die Stromteilerregel und sagen, der Strom I2 zum Beispiel sollte sich ergeben, der Teilstrom ergibt sich aus dem Gesamtstrom mal den Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, das ist der Widerstand 1, durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung da im Sinne eines Maschenumlaufes. Oh, und dann stehen da 2 Ampere. R1 sind die 6 Ohm. Oben schreibe ich mir erstmal mit hin und hier unten steht halt 6 und 1,5 zusammen sind 7,5 Ohm. Dann kürzen sich hier oben natürlich weg und das sind hier, wenn man das kürzt durch 1,5, sind das 4 Fünftel. Und das ist genau dieses Verhältnis 1 zu 4 bzw. mit 5 Teilen, also 2 mal 2 Ampere mal 4 Fünftel ergibt die 1,6 Ampere. Das sind auch die 1,6 Ampere für den Strom I2, die schon hier oben eingesetzt wurden. Und jetzt kann man natürlich an dem Knoten hier, an diesem Knoten oder an diesem Knoten, hier fehlt hier noch der Lötpunkt, den Knotensatz anwenden und sagen, der Strom I1 muss sich dann natürlich ergeben aus dem Gesamtstrom minus dem Strom I2. Und 2 minus 1,6 in Ampere ergibt 0,4 Ampere. Oder man hätte jetzt
den Strom I1 nochmal entsprechend mit der Stromteilerregel ausgerechnet, wenn dann hier oben der Widerstand R2 steht, wäre man auch auf 0,4 Ampere gekommen. So, und dementsprechend könnten wir jetzt sagen, also die Spannung U1,2, die ergibt sich eben also entweder aus dem Widerstand R1 mal den Strom I1. R1 waren 6 Ohm, der Strom I1 waren 0,4 Ampere. 6 mal 4 sind 24, also kommen da 2,4 Volt raus. Oder wir hätten auch sagen können, der Strom I2, der durch den Widerstand R2 fließt, 1,6 Ampere mal 1,5 Ohm. Das ist ein bisschen schwieriger im Kopf zu rechnen. Aber ja, 15 zum Quadrat kann man rechnen, sind 225 und nochmal 15 dazu sind 240. Deswegen ergibt das hier zusammen eben auch 2,4. Oder man hätte eben auch rechnen können, R1 parallel zu R2 und das Ganze mal den Gesamtstrom. Das ist jetzt im Kopf ein bisschen schwieriger auszurechnen. Aber R1 parallel zu R2, also die 6 Ohm und die 1,5 Ohm parallel, das schreibe ich mal hier drüber. Wenn man das mit dem Taschenrechner ausrechnet, sind 1,2 Ohm und 1,2 Ohm mal die 2 Ampere, die da gesamt fließen, ergibt auch 2,4 Volt. Also wie auch immer man das rechnet in diesem Schaltbild, damit kommen wir auf die Spannung U1,2 und in dem gleichen Sinn kann man natürlich auch jetzt den Widerstand dieses letzten Teils, diesen Widerstand R3 ausrechnen, Länge 3 durch die Leitfähigkeit Kappa 3 und die Fläche A3. Und das alles eingesetzt und dann kommt man auf 0,25 oder ein Viertel Ohm. Und damit kann man natürlich auch die Spannung U3 ausrechnen. Das ist der Widerstand R3 mal den Gesamtstrom I, 0,5 mal 2 ergibt 0,5 und Ohm mal Ampere ergibt Volt. Also 0,5 Volt für die Spannung U3. Und damit hat man die Spannung über dem einen Teil und die Spannung über dem anderen Teil ausgerechnet. Das war der Teil B. Und dann gab es noch einen Teil C und der sagte, man soll einfach den Gesamtwiderstand dieser Anordnung ausrechnen. Und also, was man jetzt machen könnte, um das auszurechnen, wir könnten jetzt natürlich die Gesamtspannung ausrechnen. 2,4 Volt und 0,5 Volt ergibt 2,9 Volt. Und die 2,9 Volt, also schreibt mal hin, R Gesamt würde sich eben ergeben aus der Gesamtspannung. Und die Gesamtspannung ist U1, 2 plus U3 durch den Gesamtstrom. Und das wären jetzt halt dementsprechend 2,4, 0,5 sind 2,9 Volt durch 2 Ampere ergibt 1,45 Ohm. Und genauso hätte man natürlich auch rechnen können, diesen Widerstand und diesen Widerstand parallel, R1 parallel R2 und dann noch dazu der Widerstand R3 in Reihe. Und wenn man das mal macht, diese Parallelschaltung ist hier schon ausgerechnet, das sind 1,2 Ohm, der Widerstand R3 steht hier, sind 0,25 Ohm und das zusammengerechnet, 1,2 und 0,25 sind auch 1,45 Ohm. Damit war die Aufgabe komplett gelöst. Was ist dabei am häufigsten schiefgelaufen? Ja, sicherlich so ein bisschen, also wie man sieht, diese Förmchen, die jetzt hier stehen, also man braucht eigentlich nicht viel mehr als die Bestimmungsgleichung für den Widerstand, das Ohmsche Gesetz, die Grundformel für die Stromdichte und vielleicht zwischendurch eben mal die Stromteilerregel und oder einen Knotensatz und vielleicht einen Maschensatz, um die Ersatzwiderstände, Teilströme, die Teilspannung, Gesamtspannung auszurechnen. Also die häufigste Schwierigkeit war sicherlich, in diesen ganzen Formeln hier so ein bisschen durchzusehen und zu schauen, was gehört halt zu wem. Ich habe teilweise recht absurde Skizzen gesehen. Also was zum Beispiel häufig fehlinterpretiert wurde, ist, dass das hier, also das wurde dann eben nicht als eine Parallelschaltung erkannt, sondern als eine Reihenschaltung. Aber wenn man mal schaut, der Strom fließt hier rein, der fließt
gleichzeitig parallel durch diese beiden Anteile, und über diesen beiden Anteilen fällt ja auch, also über dem Körper mit der Leitfähigkeit Kappa 1, über dem Körper mit der Leitfähigkeit Kappa 2, fällt ja die gleiche Spannung ab. Zwei Teile, über denen die gleiche Spannung abfällt und wo sich der Strom aufteilt, das ist ganz eindeutig eine Parallelschaltung. Und ich nehme mal absichtlich hier nochmal den roten Stift. Ich habe auch seltsame Skizzen gesehen, also wo diese Widerstände zum Beispiel schon irgendwie parallel waren. Und dann hier unten nochmal einer in Reihe. Und dann ging der Strom, der von diesem Widerstand kam, der ging zum Beispiel irgendwie so in diesen Widerstand rein, wo man sich fragt, das ist jetzt aber ein bisschen seltsam. Wir haben einen Widerstand, von dem der Strom in die Seite reinfließt. Ist das jetzt ein Dreipol oder was passiert da? Also ja, vielleicht war es auch eine gewisse Schwierigkeit, einfach zu erkennen, das sind im Grunde drei Widerstände, zwei zueinander parallel und einer dazu in Reihe. Und wenn man das gesehen hat in dieser Aufgabe, war es sicherlich nicht so schwer, den ganzen Rest hier auszurechnen.